Ja, ein herzliches Willkommen. Wir sind hier gegenüber unserer Garage. Aus dem Grund, weil mein Auftrag leider gesprengt worden ist, weil ich eine Kartenerweiterung, an die sie mir geholt habe, Going East, da ist jetzt das alles dabei. Ja. Das heißt, wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir sind jetzt in Wien. Wien, London hätten wir. Und wir haben erstmal auf der Insel. Ich glaube, das. So, das ist aber so ein Auftrag. Wien, London. Dann nehmen wir den. Riesenauftrag, auf jeden Fall. Dann kommen wieder. Das ist auf jeden Fall dann unsere weiteste Strecke, die wir zurücklegen würden. Von London nach, also von Wien nach London. Aber nehmen wir hin, erstmals auf die Insel zu kommen. Ein bisschen verfahren. Fangt ja gut an. Ja, diese Folge. So, dann ja. Ja, also unser Auftrag leider das letzte Mal hat nicht gewertet, ist gestanden, Auftrag crasht oder so, ich soll mich wohin spawnen, habe mich natürlich nach Wien gespawnt, dort wo wir eigentlich hin fahren werden. Gut, und dann holen wir unseren Auftrag Richtung London. Tanken müssen wir. Eieiei. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass passiert, dass ich so einen Schaden habe, aber das war jetzt so raus. Ich unbedingt den Auftrag annehmen will, damit wir auch wirklich losfahren können, damit ich euch was bieten kann. Waren wir, glaube ich, sogar noch nie. So zum Verladeort.
1500 Kilometer liegen jetzt vor uns. Das ist jetzt schon eine Distanz, das ist unsere weiteste Strecke, die wir jetzt zurücklegen werden. Hier mit Kerosin. Man bilde ich mir das ein oder ist der auch länger? Kann jetzt auch nur Einbildung sein. Voraussichtliche Ankunftszeit Donnerstag 20 Uhr ohne Schlafen. Ja, 22 Stunden Fahrzeit. Das ist schon ein Brocken, wenn wir zweimal nächtigen müssen. Wir werden jetzt dann gleich bei der ersten Tankstelle nächtigen. Wie fahren wir denn eigentlich? Wir fahren jetzt nach Wien raus, Linz. Linz rauf Richtung Nürnberg, Frankfurt, Köln, Brüssel, Lille waren wir schon. Und dann Calais und durch den Tunnel. Die Fähre und dann Dover vorbei Richtung London. Guter Plan. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Summe, die wir dafür kriegen, 70.000, aber man muss halt sagen, es ist halt wirklich eine weite Strecke, aber es ist trotzdem ein sehr guter Preis. Dadurch könnten wir halt auf jeden Fall den einen Kredit schon mal zurückzahlen. Der 67 haben wir auf der Kante. Also ich glaube 73 waren es, 72. Da haben wir 69 plus 70, 140.000 ungefähr. Kredit haben wir glaube ich noch 90, also 50.000. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall bald den ersten LKW auch drinnen wieder. Einnahmen von Rebecca. Gut, wir werden keinen Stress machen auf der Fahrt, wir fahren wirklich ruhig da drauf. London wird dann, oder generell England wird dann spannend wegen dem Linksverkehr, da müssen wir uns dann umgewöhnen. So, Raststation, da bleiben wir gleich stehen. Na, da rinnt. Das Geld.
Alles, wir fahren am Tag. Wir fahren jetzt 11 Stunden, könnten wir jetzt durchfahren. Dann sind wir wieder in der Nacht. Und dann haben wir es eigentlich auch geschafft. Gut. Geschmeidiges Tempo. Und lasst uns fahren. Mit einem Tank sollten wir sogar hinkommen, also sollte sich ausgehen. Ganz entspannt, heute auch ohne Musik. Entschuldigung, Unfall verursacht, jetzt habe ich die Musik eingeschaltet, nebenbei. Ja, wir werden schon zum Profi, ich sage euch das. Wir werden zum Vollprofi. Ja, Stift Melk auf der rechten Seite. Ganz gemütlich auf jeden Fall da nach London rauf. Jetzt nicht auf Vollspeed rauffahren. Wird schon eine Zeit lang dauern. Richtung Linz müssen wir. Jetzt geht's dann rauf. Jetzt runter nach St. Valentin. Oh, der Bus, dritte Spur. Starke Leistung.
Wir fahren entspannt. Noch in Österreich. Noch schnupfen. Genau, Passau, da müssen wir jetzt raus. Passau, deutsche Grenze. Richtung Nürnberg. So, da ist ein Dudel. Ich kann auch gar nicht sagen, warum jetzt. Ich habe eigentlich Tempomat 85 eingestellt. Ich habe auf das auch gar nicht geschaut jetzt. Ich habe auf das jetzt nicht geschaut. So, davon kommt es zu Land. Auf die deutsche Grenze. Da sind wir schon einmal gefahren, als da wir uns verfahren haben. Da sind wir so gefahren. Die Donau. Mm-hmm.